Die Smart Infra GmbH ist eine Beteiligung der Pool-Gruppe. Und wir machen IoT-Anwendungsfälle für Kommunen und für Versorger in Norddeutschland. Unsere Kunden können Kommunen sein, unsere Kunden können Versorger sein, unsere Kunden können aber auch Gewerbebetriebe oder Industriekunden sein. Die Kommune interessiert sich vielleicht eher für diese Themen, dass sie sagen, gerade in Zeiten der Pandemie, ich möchte halt wissen, wie ist gerade mein CO2-Gehalt in meinem Klassenraum? Und das kann ich mit einem einfachen LoRaWAN-Sensor erkennen. Und ich muss nicht automatisch alle 20 Minuten, weil ich mir einen Wecker gestellt habe, die Kinder bei offenem Fenster im Winter sitzen lassen, sondern ich sage, erst wenn der PPM-Wert über einem gewissen Schwellwert ist, bitte dann lüften. Und wenn er wieder runter ist, dann können wir auch wieder das Fenster schließen. Und da haben, glaube ich, alle was davon. Das sind ganz verschiedene Themen, von kreativen Lösungen erarbeiten bis hin zu programmieren, aber auch draußen beim Kunden montieren. Die Pool-Gruppe verfügt über etliche 100 Mitarbeiter und wir können dadurch halt auch IoT-Großprojekte anbieten aus einer Hand, was wir sonst nicht konnten. Und damit sind wir absolut in der Pool-Position. Ich trage einen Hoodie und das ist ein bisschen auch eine Einstellung, wie man arbeiten möchte. Ja, wir suchen Kombimonteure, Projektleiter und Werkstudenten, die sich gerne mit dem IoT-Thema auseinandersetzen möchten. Und das wäre natürlich auch super, wenn die ein wenig locker sind und gerne einen Hoodie tragen.